Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, wir freuen uns sehr, dass Sie, dass ihr zu dieser Eröffnung der Linken Woche der Zukunft gekommen seid. Von Parteivorsitzenden werden oft Reden mit Sätzen wie "Dazu sagen wir Nein", Ausrufezeichen, Pause, Beifall, "Her mit", Ausrufezeichen, Pause, Beifall, "Weg mit", Ausrufezeichen, Pause, Beifall zu halten. Solche Reden sind wichtig, sie können mobilisieren, sie dienen der Selbstvergewisserung. Wir haben uns aber heute entschieden für die Eröffnung der Zukunftswoche, auf dieses Ritual zu verzichten. Bernd Rixinger und ich haben gemeinsam, unterstützt von unserem Team, ein Zukunftsmanifest verfasst. Wir haben uns entschieden, dass wir genau diesen Text euch jetzt vortragen und vorlesen werden in einer gestrafften Version. Die ausführliche Version wird dann gleich im Anschluss ausgeteilt, beziehungsweise ist auch unten an den Ständen zu bekommen. Wir beginnen. Die kommende Demokratie, Sozialismus 2.0. Zu den Aufgaben und Möglichkeiten einer Partei der Zukunft im Europa von morgen. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, die Weltgeschichte hat manchmal Humor und ewige Zeitalter können erstaunlich kurz sein. Wer hätte Anfang der 90er Jahre gedacht, dass das damals dreist verkündete Ende der Geschichte heute selbst schon wieder zu Ende ist? Der Siegesruf des Neoliberalismus, dass es keine Alternative zum schlechten Bestehenden mehr geben könne, klingt hohl. Der Sound des Sachzwangs ist längst zur Parole von Untoten geworden. Zu einem Echo, das umso lauter hallt, als es mit dem realen Leben der meisten Menschen immer weniger zu tun hat. Zwar hören wir es noch aus dem Fernseher und den Zeitungen, den Podcasts der etablierten Parteien und den Online-Portalen der Verlagshäuser. Aber vom Triumphgeheul der Technokraten und Eliten ist im Krisenkapitalismus wenig geblieben. Noch sitzen die neoliberalen Eliten fest im Sattel, doch es ist nicht Begeisterung und Überzeugung der Massen, die sie tragen, sondern Passivierung und der Mangel an Begeisterung für Alternativen. Das muss nicht so bleiben. Denn ein Gespenst geht wieder um in Europa, genau genommen nicht nur eins, es sind viele Gespenster. Diese Gespenster eines Aufbruchs gegen die Trostlosigkeit der herrschenden neoliberalen Politik haben sich entwickelt in den Generalstreiks und Demonstrationen gegen die Kürzungspolitik in vielen Ländern, in den neuen Demokratiebewegungen von Occupy und Empörten, in den Platzbesetzungen und den Stadtteilversammlungen. Sie mögen in Südeuropa, in Island und Irland, selbst in den USA noch deutlicher zu sehen sein als in Deutschland. Doch auch hier sind viele Menschen aktiv für lebenswerte Städte, für gute Arbeit und Flüchtlingshilfe sowie gegen Austerität und Privatisierung. In den sozialen Protesten und Bewegungen in der Krise erklingt eine neue Melodie, die die Verhältnisse zum Tanzen bringen will und viele Menschen inspiriert und mobilisiert hat. Die Melodie der wirklichen Demokratie. Und so unterschiedlich, mitunter widersprüchlich diese Impulse und die von ihnen ausgehenden Risse im Beton der Alternativlosigkeit sind, sie künden von Veränderung. Und das macht den Technokraten der marktkonformen Demokratie Angst. Es spuckt die neue Version einer alten Idee der Demokratie. In Griechenland hat mit Syriza eine neue Form von linker Partei den Ruf aus der Gesellschaft gehört. Sie konnte sich mit den Bewegungen verbinden, sie stärken und zugleich unterschiedliche von den Krisen betroffene Teile der Bevölkerung zu einer neuen politischen Kraft verbinden. Die Entwicklung bei Syriza in Griechenland und bei Podemos in Spanien zeigen, es geht um mehr als um einen Regierungswechsel. Es geht um eine Veränderung der Formen des Politikmachens, ja, des Lebens selbst. Dieses Bedürfnis ist auch unser Bedürfnis. Es wird
auf den Punkt gebracht in dem Slogan: Sie wollen Kapitalismus ohne Demokratie, wir wollen Demokratie ohne Kapitalismus. Sollte also in Deutschland eine Dynamik wie bei Syriza oder Podemos entstehen, werden wir nicht am Rande stehen, sondern mittendrin und aktiv dabei sein. Demokratie in diesem Sinne meint mehr als Bürgerbeteiligung unter dem medialen Dauerfeuer von Bild und Co. Die Demokratie, die wir meinen, liegt jenseits des neoliberalen Weiter-so und jenseits der Nostalgie vermeintlich guter alter Zeiten. Sie könnte in der digitalen Revolution, die uns auf Grundlage des Internets, dem General Intellect der heutigen Zeit, alle global vernetzt, einen materiellen Verbündeten finden. Ob jedoch die digitale Revolution Kooperation im Sinne eines Sozialismus 2.0 befördert oder nur der Profitmaximierung von Konzernen dient, ist noch nicht entschieden. Der Widerspruch zwischen den Möglichkeiten eines guten Lebens für alle und der öden Wirklichkeit im Krisenkapitalismus schafft eine Spannung, die lähmen, aber auch mobilisieren kann. Viele Menschen erleben heute größere Freiheitsspielräume als früher. Weniger Patriarchat, weniger Fabrikdisziplin, mehr digitale Zugänge, mehr individuelle Ansprüche, mehr Bildung. Das deutet einen Reichtum der Möglichkeiten an. Er bleibt aber eingezwängt zwischen den Regeln der Profitproduktion, einem postdemokratisch entleerten Staatsapparat, sozialer Ausgrenzung und den bonierten Interessen von 1% Superreicher. Doch diese schlechte Wirklichkeit treibt über sich selbst hinaus, untergräbt mit jedem Schritt nach vorn ihre eigenen Grundlagen. Weil die Eliten das langsam ahnen, wird mit Demagogie geantwortet. Indem die Kritik am Europa, wie es ist, mit rassistischem Hass der rechten Kulturkämpfer gleichgesetzt wird, soll sie als Ganzes erledigt werden. Aber nicht die Kritik am Europa der Reichen gefährdet seine Zukunft, sondern ihn diesen Kontinent zu überlassen. Wer Freiheit gegen Gleichheit ausspielt, läuft Gefahr, beides zu verlieren. Der demokratische Legitimationsverlust der EU untergräbt bereits in vielen Ländern ihr gesellschaftspolitisches Freiheitsversprechen. Die klügeren Liberalen, wie Jürgen Habermas, sagen inzwischen selber: Europa wird sozial oder es wird nicht sein. Wir hören das Knirschen des europäischen Kapitalismus, aber wir sind nicht naiv. Die erstarrten Eliten fahren auf Sicht und über die Interessen der meisten Menschen in Europa hinweg. Aber sie fahren damit noch ganz gut. Die Maschinerie der Verblendung arbeitet 24 Stunden am Tag und 7 Tagen die Woche. Merkel überzieht das Land mit einem Mehltau der Alternativlosigkeit. Möglichst geräuschlos soll die Verwaltung des neoliberalen Status quo ablaufen. Das deutsche Exportmodell ist tief in die globale Krise verstrickt. Die Austeritätspolitik wird mit Stolz exportiert. Verschwiegen wird, dass es der neoliberale Finanzkapitalismus war, der in die Krise geführt hat. Verschwiegen wird, dass sich seit der Agenda 2010 die anderen Länder verschulden mussten, um deutsche Waren zu kaufen. Verschwiegen wird, dass deutsche Banken und Unternehmen auch noch an den Hilfspaketen verdient haben. Stattdessen wird den Menschen in Griechenland die Schuld zugeschoben. Die herrschende Krisenpolitik ist von einem organisierten Nichtwissen über die Krisenursachen getrieben und schon daher zum Scheitern verurteilt. Merkels Politik vertagt die Zukunftsprobleme. Die hohe Kinderarmut ist ein Symbol für den Umgang der Großen Koalition mit der nächsten Generation. Zugleich basiert Merkels Erfolg auf der Spaltung der Gesellschaft hierzulande. Prekär Beschäftigte und Erwerbslose werden im Alltag entmutigt und fertig gemacht, während die anderen im Hamsterrad der Hochproduktivität eingesperrt sind und hoffen, dass sie durch Rennen, Rackern und Rasen ihren Lebensstandard verteidigen können. Im Deutschland der Großen Koalition sitzen wir im Taifun des Krisenkapitalismus. Wir sitzen sogar im Auge des Taifuns des Krisenkapitalismus. Dennoch erscheint Deutschland vielen Menschen als ein lediglich von außen bedrohtes Paradies. Die Bedrohungen werden als äußerliche wahrgenommen,
Das ist selbst das Ergebnis neoliberaler Politik, mit der die Krise nach Südeuropa verschoben wurde. Die Große Koalition preist den Fortschritt im Lande, während vor allem die Spaltung von Arm und Reich fortgeschritten ist. Mehr noch, der Schlaf der Vernunft in Merkels Schatten ergebührt Monster. Wer unter Existenz- und Abstiegsangst leidet oder beständig Ausgrenzung erlebt, kann leichte Beute für rechte Kulturkämpfer, antisemitische Verschwörungstheoretiker oder religiöse Fundamentalisten werden. Durch diese rechten Kulturkämpfer wird aber, wie ein Blick auf die AfD und Pegida zeigt, der Neoliberalismus nicht in Frage gestellt, sondern noch radikalisiert. Mehr Konkurrenz, mehr Brutalität, Wahlrecht nur für Gewinner, Sicherheit auf Kosten der Freiheit, Verteidigung des Wohlstandes, eines immer kleiner werdenden Teils gegen den Rest. Klar ist mithin längst, wenn die Zukunft nicht demokratischer wird, wird der Kapitalismus autoritärer. Die politische Entmachtung des 1% Superreiche und ihre ökonomische Entwaffnung durch die Umverteilung werden daher zur Überlebensfrage der Demokratie. Ohrenbetäubend ist das Schweigen der Mehrheit der Sozialdemokratie zur Verarmung und zur Zerstörung der Demokratie in Europa. Die Sozialdemokratie ist Teil der erstarrten europäischen Eliten. Der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis sprach von einem faustischen Pakt, den die europäische Sozialdemokratie mit den Profitinteressen von Konzernen und vermögenden Finanziers eingegangen ist, als sie den Kampf um die Umverteilung zugunsten der neoliberalen Wettbewerbspolitik aufgegeben hat. Von ihrer historischen Funktion hat sich die Sozialdemokratie längst verabschiedet, nämlich den Kapitalismus zu modernisieren und dem vom Verkauf ihrer Arbeitskraft abhängigen Menschen Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. Mit ihrer Unterstützung für Merkels Krisenpolitik macht sich die SPD zur Komplizin der drohenden Zerstörung der Demokratie und der Zerstörung des europäischen Projekts durch einen autoritären Kapitalismus. Mittelfristig macht sie sich so selbst überflüssig. Keine Zukunft mit dieser Gegenwart. Mit einer bloß anderen Verwaltung der Gegenwart ergibt sich keine Zukunft. Das bisherige Wirtschaftsmodell ist strukturell erschöpft. Das zeigt die Mehrfachkrise aus Wachstum, Massenerwerbslosigkeit und Armut im globalen Maßstab, Kriegsgefahr, Klimawandel und massenhafte Fluchtbewegungen an den Rändern Europas. Sie markiert auch das endgültige Scheitern aller rot-grünen Vorstellungen von kosmetischen Veränderungen im Rahmen des Bestehenden. Demokratische Politik, die sich selbst ernst nimmt, muss heute auf eine Transformation der politischen und ökonomischen Formen zielen und eine Exit-Strategie aus dem Krisenkapitalismus entwickeln. Die Kämpfe um die Zukunft. Die Widersprüche des Kapitalismus sind zugleich unsere Hoffnung. Die Möglichkeiten für andere, bessere, sozial gerechte, selbstbestimmtere und ökologische Zukünfte existieren längst. Sie werden durch die herrschenden Macht- und Eigentumsverhältnisse blockiert. Wir setzen an, am Widerspruch zwischen den Möglichkeiten einer in vieler Hinsicht reicher werdenden Gesellschaft und den Fesseln, die ein gutes Leben für alle unmöglich machen. Der Kapitalismus steckt in der Reichtumsfalle. Der produzierte Reichtum würde es sofort erlauben, die Gesellschaft so zu organisieren, dass alle Menschen ihre Existenz sichern können. Der gemeinsam produzierte Reichtum könnte zunehmend die Form von für alle Menschen frei zugänglichen und demokratisch gestaltenden Gemeingütern, kurzum von Commons, annehmen. Von guten Bildungsmöglichkeiten und von frei verfügbarem Wissen, von guter Gesundheitsversorgung und Pflege für alle, von kostenfreiem Nahverkehr. Innerhalb des Finanzmarktkapitalismus kommen jedoch die Produktivitätsgewinne nur einer Minderheit zugute, während die Konzentration des Reichtums und der politischen Macht eine globale Oligarchie der Superreichen hervorbringt, wie Thomas Piketty gezeigt hat. Der durch die gestiegene Produktivität immer größer werdende gesellschaftliche Reichtum kann immer weniger produktiv angelegt werden. Wachstum findet im Finanzmarktkapitalismus vor allem in Form von Finanzblasen statt.
Die OECD prognostiziert bis 2050 weltweit eine Zunahme der CO2-Emissionen um 70%. Auch Klimaforscherinnen, die nicht im Verdacht von radikaler Kapitalismuskritik stehen, sagen, damit würden die Lebensgrundlagen von Millionen Menschen zerstört. Die globale Klimapolitik scheitert seit Jahren an dem Ziel einer effektiven Verringerung des CO2-Ausstoßes, weil mächtige Konzerninteressen dem entgegenstehen und kein Land bereit ist, einseitige Schritte zu gehen und so Nachteile in der globalen Konkurrenz in Kauf zu nehmen. Ein Kapitalismus, der aus dem Zwang zu Wirtschaftswachstum aussteigt, ist nicht denkbar. Auch der Traum von einem grünen Kapitalismus durch neue, ressourceneffiziente Technologien ist kein Ausweg aus der Mehrfachkrise des kapitalistischen Wachstums. Die Einspareffekte würden umgehend durch steigenden Konsum und weiteres Wirtschaftswachstum wieder zunichte gemacht. Naomi Klein hat es auf den Punkt gebracht. Kapitalismus oder Klima? Wir müssen uns entscheiden. Deswegen sind die Bewegungen für Klimagerechtigkeit und für die Rechte der Flüchtlinge, die vor Armut, Krieg und auch vor den Folgen des Klimawandels fliehen, Gespenster, die wir willkommen heißen. Und der Einstieg in den Ausstieg, Sozialismus 2.0. Demokratie kann nur im Vorwärtsgang, also in der Demokratisierung des ganzen gesellschaftlichen Lebens verteidigt werden. Die kommende Demokratie ist kein fertiger Zustand, sondern ein offener Prozess. Er kann die Fenster öffnen für einen freien, grünen, feministischen und lustvollen Sozialismus, einen Sozialismus 2.0. Die Chancen dazu sind auf der Grundlage des aktuellen Wissensstandes und der technologischen Entwicklungen so gut wie nie. Die Gefahr, sie zu verpassen, so groß wie nie. Es geht um eine völlig neue Weise des Produzierens, Lebens und Arbeitens, um eine Revolution des Denkens, Fühlens und Handelns. Kern eines solchen Projektes bleibt die Umwälzung der herrschenden Produktions-, Reproduktions- und Eigentumsverhältnisse und die Verwandlung der Produktivkräfte und der technologischen Innovation in Mittel für die kollektive Selbstbestimmung. Es bedeutet auch, die Demokratie aus ihrer Begrenzung aufs Parlament zu befreien, indem alle gesellschaftlichen Bereiche demokratisch durch die Menschen organisiert werden. Insofern verstehen wir Sozialismus auch als eine kulturelle Revolution, als ein völlig neues Wohlstandsmodell, in dem lustvolle Kooperation, mehr selbstbestimmt verfügbare Zeit, die Entfaltung des Reichtums der Möglichkeiten und die Vielfalt des Arbeitens, Lebens und Liebens den privaten Warenkonsum als Sinnstiftung ersetzt. Der Weg dahin erfordert beständige verbindende Arbeit. Noch verbinden sich die großen und kleinen Proteste, die Ansätze von Alternativen im Alltag, in denen Menschen im Hier und Jetzt anders arbeiten und leben, nicht zu einer wirklichen Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt, wie Marx und Engels das kommunistische Gespenst im Manifest nannten. Das muss nicht so bleiben. Für die kommende Demokratie, für den Einstieg in den Ausstieg aus dem Krisenkapitalismus sind mindestens die folgenden aufgeführten Politikfelder und Einstiegspfade entscheidend. Erstens, kürzer, gerecht verteilt, kollektiv selbstbestimmt, die Arbeit der Zukunft dreht sich um das Leben. Gegen eine Entwicklung, in der viele immer mehr arbeiten und immer weniger verdienen, in der Armut und unsichere Jobs es immer schwieriger machen, die Zukunft zu planen, brauchen wir eine Kulturrevolution in der Arbeitswelt und neue Formen der Klassenmacht, der organisierten Macht, der Erwerbslosen, Prekären und Beschäftigten, um das, was in einem reichen Land selbstverständlich sein sollte, auch durchzusetzen. Jede Arbeit muss so bezahlt werden, dass Existenz und Teilhabe gesichert sind. Arbeit und Arbeitszeit müssen so gestaltet sein, dass Leben und Arbeit in Einklang gebracht werden können, dass man die eigene Zukunft planen kann und vor Altersarmut geschützt ist. Arbeit darf nicht krank machen und nicht nach einigen Jahren zu Erschöpfung und Burnout führen, deshalb her mit der Stressbremse. Die Menschen müssen ihre Arbeitsbedingungen und Arbeitsinhalte stärker kollektiv und demokratisch bestimmen können. Damit alle Menschen an der Gesellschaft teilhaben können, braucht es eine sanktionsfreie Mindestsicherung, die ein unveräußerliches Grundrecht ist.
Die Arbeit der Zukunft muss sich mehr um das Leben drehen, statt wie bisher das Leben um die Arbeit. Flexible Arbeits- und Lebenszeiten müssen nicht gleichbedeutend sein mit Prekarität und können zu mehr Selbstbestimmung führen. Das setzt voraus, dass die Arbeit umverteilt und verkürzt wird und dass Beschäftigte sich durch mehr Mitbestimmung besser schützen können. Projekte wie die kurze Vollzeit oder lange Teilzeit mit einer 30-32-Stunden-Woche und flexible Modelle für unterschiedliche Lebensphasen mit Sabbatjahr, Familien- und Bildungsauszeiten können dieser Kulturkraft für gute Arbeit eine gemeinsame Strahlkraft verleihen. Damit ist eine feministische Offensive verbunden. Der Neoliberalismus hatte die Geschlechteremanzipation durch den Markt versprochen. Letztlich erwiesen sich jedoch Neoliberalismus und Patriarchat als echte Komplizen, die sich bei der Ausbeutung von Frauen besonders gut ergänzten. Schon weil vor allem Frauen die Kürzungen bei der öffentlichen Versorgung und die Folgen der Sozialkürzungen auffangen müssten, Geschlechtergerechtigkeit sickert ebenso wenig einfach von oben nach unten durch wie Wohlstand, formulierte Lori Penny. In der Gesellschaft hat sich ein breit geteiltes Bedürfnis nach Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern entwickelt. Es wächst das Begehren nach neuen Beziehungen, nach einer gerechten Aufteilung der Familienarbeit und nach gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen das Geschlecht unseren Träumen keine Zügel anlegt. Aber die materiellen Bedingungen umfassender Emanzipation werden nach wie vor blockiert. Überall, wo mehrheitlich Frauen arbeiten, sind die Löhne niedriger, ob im Supermarkt oder in der Altenpflege. Sexismus ist allgegenwärtig, doch auch hier wächst die Gegenwehr. Wer heute sexistisch auftritt, kann nicht mehr sicher davon ausgehen, dass still darüber hinweggesehen wird, sondern muss nicht nur im Netz mit einem Aufschrei rechnen. Auch ein Fortschritt, der uns ermutigt. Es steht die Frage, selbstbestimmt Leben für alle oder halbierte Emanzipation. Unsere Antwort ist klar, der feministische Aufbruch muss Hand in Hand gehen mit den Kämpfen um Zeit. Im Leben von Männern und Frauen muss im gleichen Umfang Zeit sein für Erwerbsarbeit, Sorge- und Familienarbeit, politische Einmischung und Muße. Das erfordert eine radikale Arbeitszeitverkürzung und die Umverteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern. Die Arbeit mit Menschen zum Beispiel in Kitas, Schulen, Pflegeheimen und Krankenhäusern, die immer noch überproportional von Frauen erledigt wird, muss aufgewertet werden. Beispielsweise durch mehr Personal und eine demokratische Gestaltung. Dies sind erste Schritte zu einer Care Revolution, die auf nicht weniger als eine solidarische Gesellschaft für alle abzielt. Zweitens. Unser Plan B beginnt mit Wirtschaftsdemokratie und sozial-ökologischer Energiewende. Die Perspektive einer sozial-ökologischen Wirtschaftsdemokratie oder demokratischen Zukunftswirtschaft kann helfen, neue solidarische und ökologische Weisen des Wirtschaftens, Konsumierens und Miteinanderlebens durchzusetzen. Wir müssen die Verfügungsmacht der Konzerne über den gesellschaftlichen Reichtum brechen. Ohne eine radikale Umverteilung des Reichtums und ohne die demokratische Kontrolle der Finanzmärkte und die Vergesellschaftung der Banken wird das nicht gehen. Durch die Stärkung von öffentlichem und kollektivem Eigentum können wir die Entscheidung, was, wo und für welche Zwecke investiert und produziert wird, demokratischer Kontrolle unterwerfen. Die Produktion kann am gesellschaftlichen Bedarf der Menschen und an ökologischen Kriterien statt an privaten Profitinteressen ausgerichtet werden. Wir schlagen vor, für Einstiege in diesen radikalen Umbau der Wirtschaft zu kämpfen. Die Förderung von Genossenschaften und regionalen Kooperativen kann dazu ein wichtiger Schritt sein. Durch Wirtschaftsräte und öffentliches Eigentum könnten die Schlüsselindustrien demokratisiert werden. Die Konversion der Industrie kann nur gelingen, wenn die Beschäftigten, die Konsumentinnen und die Bürgerinnen selbst die Prozesse demokratisch organisieren können. Die sozial-ökologische Energiewende muss mit einer Demokratisierung und Dezentralisierung der Energieversorgung einhergehen. Dazu gehört die Überführung der Energiekonzerne in gesellschaftlich kontrolliertes Eigentum, die Förderung von Energiegenossenschaften oder der Kampf für neue, demokratisch durch Bürgerräte kontrollierte Stadtwerke.
In einer demokratischen Zukunftswirtschaft müssen der entwickelte Reichtum des gesellschaftlichen Wissens und die Früchte der digitalen Revolution allen zugutekommen. Die Versuche von Regierungen und Unternehmen, die neuen produktiven Netzwerke der digitalen Kommunikation und des Wissens durch Patente, Copyright-Verfahren wieder warenförmig einzuhegen, scheitern immer wieder an der Kreativität der Menschen und dem Cyberpunk der Internet-Community. Die Eigentumsverhältnisse untergraben auch die Produktivität der digitalen Ökonomie, die wesentlich auf der freien Zugänglichkeit und der offenen Entwicklungsfähigkeit der Produktionsprozesse basiert. Der Medienaktivismus und die Blogger-Szene sind gute Beispiele, wie sich das Wissen und die Technologie vom erdrückenden Einfluss des Finanzkapitalismus befreien lassen. Kollektiv produzierte Commons und neue Formen demokratischer, digitaler Kooperation können sich aber erst flächendeckend durchsetzen, wenn wir es schaffen, die Kommunikationsinfrastruktur den großen IT-Konzernen zu entreißen. The revolution will not be televised, but it could be streamed, vorausgesetzt, dass Menschen dafür sorgen, dass es etwas zum Streamen gibt. Drittens, offensiv fürs Öffentliche, auf dem Weg zu einem Infrastruktursozialismus. Der Finanzmarktkapitalismus macht selbst die lebenswichtigen Bereiche der Gesellschaft zur Ware: Bildung, Wissen, Gesundheit, Mobilität, Energie und Wasserversorgung. Eine demokratische Zukunftswirtschaft sorgt dafür, dass alle Menschen gleichen Zugang zu den lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen haben. So können wir die Möglichkeiten für individuelle Entfaltung und kollektive Selbstbestimmung vervielfältigen. Gegen Privatisierung der Infrastruktur setzen wir ein öffentliches Zukunftsinvestitionsprogramm von 100 Milliarden Euro für den Ausbau von guter Bildung, Gesundheit und Pflege, sozialem und barrierefreiem Wohnungsbau. Wir knüpfen an die Auseinandersetzung um Löhne und Arbeitsbedingungen in den sozialen Dienstleistungen und im Bildungsbereich, an Initiativen für öffentliche Krankenhäuser und kleine Schulklassen, Proteste für gute Schulbedingungen und gegen die Eliteorientierung an den Hochschulen. Die neue Offensive fürs Öffentliche schöpft ihre Fantasie nicht aus der Vergangenheit. Sie will die Uhr nicht einfach zurückdrehen in Richtung eines oft bürokratischen öffentlichen Dienstes und einer Verwaltung des Sozialen. Es geht um die Schaffung neuer Commons für alle zugängliche öffentliche Güter jenseits des Marktes mit guten Arbeitsbedingungen, demokratisch organisiert und ökologisch zukunftsfähig. Eine neue Kommune für die Demokratisierung der Kommunen und das Recht auf Stadt. Die Kommunen sind Orte, an denen sich die Zukunftskämpfe um viele dieser Projekte bündeln. Aus allen politischen Richtungen wird die lokale Demokratie gelobt. Unbeeindruckt davon geht die finanzielle Austrocknung jedoch voran, sodass kommunale Demokratie vielerorts zur Verwaltung von Sachzwängen wird. Erst recht mit der Schuldenbremse. Wenn Mitbestimmung heißt, zu entscheiden, ob eher das Freibad oder die Bücherei geschlossen wird, braucht sich niemand über Politikverdrossenheit zu wundern. Wirkliche Demokratie auf kommunaler Ebene braucht eine materielle Grundlage. Die globale Bewegung für ein Recht auf Stadt meint, die Städte und Kommunen gehören denjenigen, die dort leben. Alle Menschen müssen sich an der Gestaltung der kommunalen Infrastruktur, an der Ausgestaltung des Öffentlichen beteiligen können. Sei es durch neue Formen demokratischer Stadtplanung oder durch die Förderung von Wohnungsgenossenschaften oder durch demokratisch gestaltete Stadtwerke. Zum Recht auf Stadt gehört eine solidarische Willkommenskultur für Flüchtlinge und Migrantinnen. Alle Menschen müssen sich unabhängig von ihrer Herkunft gleichberechtigt beteiligen können. Fünftens, Europa braucht eine demokratische Revolution. Der Kampf für ein demokratisches, sozial gerechtes und friedliches Europa im Rahmen einer neuen, gerechten Weltwirtschaftsordnung ist der Horizont einer linken Zukunftspolitik. Die Linke kämpft dafür, Europa demokratisch und sozial neu zu begründen. Der Neoliberalismus ist der EU in die Gründung geschrieben. Wir wollen damit brechen und die Abschottung der Festung Europas beenden.
Noch sind die vielen regionalen und nationalen Kämpfe gegen die Folge der Krise und der Austeritätspolitik nicht zu einer europaweiten Bewegung zusammengekommen. In den kommenden Kämpfen um die Zukunft Europas geht es um eine menschenwürdige Zukunft von Millionen Menschen in Europa und um die Zukunft der Demokratie. Die Linke wird Teil davon sein. Der Verfassungsvertrag von Lissabon und der Fiskalpakt schreiben das neoliberale Modell in den europäischen Institutionen fest. Wir kämpfen für einen neuen Verfassungsprozess von unten, in dem die Menschen in Europa die Initiative haben. Wir kämpfen für soziale Rechte für alle und für koordinierte Sozialstandards in Europa, die Sozialdumping verhindern und die Gewerkschaften stärken. Die Forderung nach einer europäischen Erwerbslosenversicherung und einer sanktionsfreien Mindestsicherung, nach einem europäischen Zukunftsinvestitionsprogramm mit Perspektiven europäischer Commons sowie einer erneuerbaren Energierevolution, nach einer europäischen Vermögenssteuer und nach europaweiten Volksentscheiden könnten mobilisierend wirken für eine europaweite Bewegung gegen die Prekarisierung von Arbeit und Leben und für die Demokratisierung in Europa. In einer Festung Europa, geschweige denn in einer im Kriegszustand, kann sich keine demokratische Gesellschaft entwickeln. Das Grenzregime der EU ist mörderisch. Frontex muss sofort aufgelöst werden. Außerdem muss die EU einen Abrüstungsvertrag inklusive des Verbots von Rüstungsexporten vereinbaren und den Plänen zum Aufbau einer Interventionsarmee eine Absage erteilen. Die Arbeit an einer gerechten Weltwirtschaftsordnung und einer Ausweitung der Grundrechte in ganz Europa ist die beste Sicherheitspolitik. Hinter den Stand der Integration gibt es kein linkes Zurück, nur nach vorn in Richtung vertiefte Demokratie und soziale Gerechtigkeit. So wie einst die französischen Avantgardisten für die Kunst der Zukunft akklamierten, sie, die Kunst, müsse absolut modern sein. So sagen wir heute über die Linke der Zukunft, sie muss absolut europäisch sein. Die Hoffnung organisieren die Partei der Zukunft. Soweit unsere knappe Skizze von Einstiegsprojekten und dem Pfaden, die sich von dort aus andeuten. Vieles wird sich im politischen Prozess erst ergeben, muss noch erfunden werden. Sicher ist, dass wir uns auch als Partei dabei selbst verändern, den Modus unserer Politik weiterentwickeln müssen. Denn wenn nichts bleibt, wie es ist, weshalb sollte das ausgerechnet an einer linken Partei spurlos vorübergehen? Aber wir müssen nicht alles neu erfinden. Also keine Sorge. Die Linke ist keine Partei wie die anderen. Wir sind als verbindende Partei einer pluralen Linken Teil der Kämpfe und bei vielen Bewegungen wie Blockupy oder den Aktionen gegen das TTIP ein integraler Bestandteil der Mosaiklinken. Der Durchsetzung des Mindestlohns ist, so ungenügend er auch ist, jahrelange Arbeit vorangegangen. Ohne uns hätte sich der gesellschaftliche Diskurs nicht verschoben. Das zeigt, wir bilden nicht nur bestehende Kräfteverhältnisse ab, sondern stellen das Feld der Repräsentierten aktiv her und verändern es mit. Der südeuropäische Frühling hat wieder gezeigt, die Menschen müssen die Fesseln, die sie in einem selbstbestimmten Leben hindern, selbst durchtrennen. Sie werden dadurch selbst andere. Bei Peter Weiß heißt es in der Ästhetik des Widerstandes, wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es für uns ohne Folgen. Es wäre falsch, wenn wir uns ausschließlich auf unsere Funktion als Wahlpartei beschränken würden. Aus dem weit verbreiteten Bedürfnis nach einer Erneuerung der Demokratie würde das vorbeigehen. Die Perspektive einer verbindenden Partei ermöglicht es, den Horizont zu weiten und eine emanzipatorische Politik zu entwickeln, die unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Milieus mit der Perspektive auf eine Überwindung des neoliberalen Kapitalismus verbinden will. Die Form des Politischen wird dabei selbst in Richtung wirklicher Demokratie verändert. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Jetzt geht es darum,
gemeinsam neuen Schwung für die nächsten Schritte zu entwickeln. Erstens, wir sollten die Machtfrage auf allen Ebenen stellen. Um den Kampf für eine andere Hegemonie auch gewinnen zu können, braucht es eine emanzipatorische Klassenpolitik 2.0. Sie verbindet sich mit den Kämpfen um Geschlechtergerechtigkeit, sozialökologischen Umbau, gegen Rassismus und gegen soziale Ausgrenzung. Träger einer Demokratisierung von unten könnte ein Bündnis aus Erwerbslosen, Prekarisierten, Beschäftigten, insbesondere den wachsenden Beschäftigungsgruppen im Bildungs-, Gesundheits- und Pflegebereich sowie den urbanen linken Milieus und der neuen europäischen Generation sein. Ja, in Europa ist inzwischen eine Generation herangewachsen, für die es eine Selbstverständlichkeit ist, Europa grenzüberschreitend zu leben. Damit solch ein Bündnis gelingt, sollten wir wissen, für wen und zu wem wir sprechen. Und das sind weniger die veröffentlichte Meinung als diejenigen, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Zweitens, über transformative Organizing und Agenten des Gemeinsamen. Eine emanzipatorische, populäre Hegemonialpolitik, ein neuer Linkspopulismus brauchen sowohl eine neue Sprache wie eine neue Konfliktfähigkeit, auch bei den Linken. Wir müssen in der Lage sein, Kämpfe zu verbinden, Konflikte auszuhalten und gemeinsame Perspektiven zu entwickeln. Es braucht Agenten des Gemeinsamen, die im Bewusstsein der Unterschiede und Ungleichzeitigkeiten an Lösungen arbeiten. Das heißt auch, den Sound der Straße zu hören und immer wieder neu sprechen zu lernen. Deswegen schlagen wir eine Offensive des Zuhörens und Verbindens vor, in der zum Beispiel offene Büros unserer Partei als Foren für soziale Bewegungen und Anlaufpunkte für ein transformatives Organizing in den Stadtteilen und Kommunen dienen können und gemeinsam Solidarität, Willkommenskultur und die Selbstermächtigung im Alltag zu stärken. Damit könnten wir nicht zuletzt auch unsere Kampagnenfähigkeit vor Ort stärken. Darüber hinaus müssen wir die Möglichkeit der digitalen Gesellschaft besser nutzen. Über das Internet können wir von der Meinungsmacht der Medien unabhängiger werden und zugleich seiner dunklen Seite, den Verschwörungstheorien mit eigenen Argumenten entgegentreten. In diesem Sinne schlagen wir die Schaffung eigener Internet- und TV-Angebote vor. Drittens, Laboratorien der Zukunft schaffen. Die Zukunftswoche ist ein Anfang für unsere gemeinsame Diskussion über die Zukunftsträume, linke Alternativen und Strategien über die Partei der Zukunft. Lasst uns anhand der 5 Themenachsen, die unterschiedliche Bündelungen der Kämpfe um Zukunft sind, Laboratorien der Zukunft schaffen. Laboratorien, in denen wir uns vernetzen und unsere Ideen zu ausstrahlungskräftigen Projekten und Strategien weiterentwickeln. Die am 1. Mai beginnende Kampagne »Das muss drin sein« gegen prekäres Arbeiten und Leben ist in diesem Sinne auch eine Blaupause. Ein selbstorganisierter Lernprozess, in dem Mitmachen nicht nur bedeutet, einen bereits fertigen Plan umzusetzen, sondern Räume für Austausch zu schaffen, Fähigkeiten zur Organisierung zu entdecken und sie zu verbreiten. Es gibt bereits tolle Leuchtturmprojekte, wie die offenen Büros Linksnet und Redrocks oder die Diskussionszusammenhänge zum Plan B, bei denen eine breite Beteiligung erwünscht ist. Solche Laboratorien der Zukunft wollen wir noch deutlich ausbauen. Die Partei der Zukunft sind wir alle. Wir wollen uns in Zukunft noch deutlicher von den parteipolitischen Varianten der Postdemokratie unterscheiden. Dazu braucht es aber nicht zuletzt eines, eure Beteiligung. Die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Wir sind ein Netzwerk aus vielen aktiven Kreisverbänden, Arbeitsgruppen und Basisorganisationen. Nur als aktive Mitgliederpartei können wir auch außerhalb von Wahlkämpfen die geplanten Kampagnen umsetzen, die nötigen Kämpfe führen und unsere Verankerung im Alltag verbreitern. Zugegeben, wir haben viel vor, aber wir sind uns sicher, dass es sich lohnt. Wie die Zukunft aussieht, entscheidet sich nicht morgen, sondern heute. Wir haben mehr zu verlieren als unsere Ketten, aber immer noch eine Welt zu gewinnen. Gegen die organisierte Traurigkeit des Kapitalismus
und gegen die reaktionäre Kritik von rechts war die linke Wette immer, dass es die Menschen selbst sind, die ihre gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen können. Dass Geschichte machbar ist. Beweisen wir es. Jetzt. Vielen Dank.